Weiter geht's mit Ermikarte DS. So, hier ist tatsächlich die letzte Reihe der Cards. Kann man Rosalina, Fire Rosalina und den White Mage freischalten. Ich weiß jetzt nicht ganz, wer ein White Mage ist. Weißer Magier, keine Ahnung. Und hier fährt man das Arcade Card DX, Standard RS und die Tank Engine. Also Thomas the Tank Engine. Mr. Bones, mein Lieblingscard und mein Lieblingsfahrer. Unter anderem noch Papyrus und Sans aus Undertale. Sollte man, denke ich, auch kennen. Dann gibt es noch Phoenix White in rosa und blau. Und das jetzt noch den Doge. Granddad. Und Sponge. Ich verstehe ehrlich gesagt Sponge nicht ganz. Und da muss ich noch die Cards zeigen, weil da. Hier habe ich es auch nicht gezeigt, glaube ich. Hier gibt es das Flugzeug. Das ist nicht lustig. Und hier drüben gibt es die Spiny Shell. Das Spiny Speeder heißt es. Und hier gibt es den Stone Racer, den finde ich sehr cool. Vor allem, wenn man mit Granddad fährt. Ja, gut. Wir haben jetzt die Retro Cups. Und mit wem fahre ich denn mal? Soll ich einfach mal mit dem Doge fahren? Mit dem Stone Racer? Komm, probier was mal mit dem Stone Racer. So, Retro Grand Prix. Hier sieht man die Strecken, die man fährt, aber ich will nicht zu viel spoilern, deswegen. Man hat zwar alle Strecken gesehen, aber. Ich glaube, dieser Dino ist doch auch aus Fred Feuerstein, oder? Ganz passend zum Stone Racer. Schade, dass ich die Skins nicht wechseln kann bei den Grand Prix. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt Granddad genommen. Und dass es hier die Diddy Kong Racing Strecken gibt, finde ich sehr cool. Es gab zwar Diddy Kong Racing für DS, aber. Das macht die Strecke nicht weniger cool. Ich hatte ja auch letztens mal so ein Video hochgeladen, wo ich diese Strecke gefahren bin. Auf Diddy Kong Racing DS. Naja, nicht DS, sondern der N64-Version, aber. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich das gemacht habe, aber. Das weiß ich bei 100% meiner Videos nicht, warum ich das hochlade, von daher. Aber ich komme jetzt ziemlich langsam vor. Da vorne fährt Rosalina mit Thomas weg. Irgendwie der Distanz verschwindet das Card. Liegt wahrscheinlich an meinem. Upscaling-Hack. Weil ich das ja in dreifacher Auflösung spiele. Um halt die Qualität zu verbessern, sonst würde das ziemlich scheiße aussehen. Zack, komm. Ach, fuck. Ja, wie gesagt, ich kann mit am besten mit dem Spiny Speeder umgehen. So. Mr. Bones. Von daher, wenn ich mit anderen Cards rumnube, dann entschuldigt mich. So, SNES Ghost Rally 1. Ich weiß nicht mal, ob das die Strecke in einem anderen Teil mal remaked wurde, aber ich glaube nicht. Ich bin auch ein ziemlich großer Fan von Super Mario Kart. Ich mag zwar nicht, dass das Spiel ziemlich unfair ist, aber. Vom Prinzip her finde ich das Spiel cool. Und hier kann man, glaube ich, ohne Pilz und so weiter drüber springen. Das finde ich sehr cool. Von daher werde ich das auch nutzen. Außer ich bin zu schlecht und falle hier runter, aber bin ich nicht. Zack. Ach, auch ein kleiner Trick noch, wenn man scharf irgendwie abbiegen will,
dann einfach kurz driften, aber halt keinen Boost ausführen. Und schon bremst man, also man bremst nicht, aber man macht eine ziemlich scharfe Kurve. Lass mal zeigen so. Oh, na toll. Das war das ultimative, der ultimative Fail eigentlich. Fail im Sinne von, du hast komplett versagt. Okay, ich nehme jetzt mal nicht die Abkürzung. Ich kann immer auch mal hier zeigen, was hier ist. Ich meine, die Strecken kennt man zwar, aber... man muss auch davon ausgehen, dass die nicht jeder kennt. Das ist nicht dein Ernst, Junge. Lanky Kong hat das gerade gezündet und das Ding ist an mir von ihm zurück zu mir gefahren. Besser gesagt geflogen. Das wird nichts, glaube ich. Ah, Blastwind, komm. Nein. Nein. Schade. Naja, immer noch Erster von daher. Letzte Runde 30 Sekunden. Dieser Unterschied der 12. 30. nicht 12. 12 ist der Unterschied. 18. 30. So, Bowser Castle. Vom GBA. Ich muss zugeben, den GBA-Teil habe ich am wenigsten gespielt. Von den Mario Kart-Teilen. Weil es halt an sich der ist und der erste Teil ist. Und wenn ich Schluss auf so ein kleines, also so ein... ja, keine Ahnung, wie drücke ich das am besten aus? Auf so ein, ich sag mal, 2D Mario Kart habe, dann spiele ich eher Super Mario Kart. Ich weiß zwar nicht warum, aber... zack. Ja, gibt's halt auch keine großen Abkürzungen oder so. Man kann halt... ich glaube, die Strecke wurde sogar Mario Kart 7 remaked, weil ich erinnere mich, dass ich... Mario Kart 7 immer hier so drüber springe und lieber so eine Ecke. So, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die Strecken haben das ziemlich schon gemeinsam. Was war das für ein Ausdruck? Aber egal. Also... oh Mann. Das passiert, wenn man englische Redewendungen auf einmal ins Deutsche übersetzt. Da kommt irgendein Müll raus. Also zumindest klingt es komisch. Das ergibt zwar irgendwie Sinn, aber es klingt sehr komisch. Ja, schade. Versuch was mit. Ja, endlich habe ich es mal geschafft. Diesen Boost, wenn man runterfällt. Also wenn man gerade abgesetzt wird. Zack. So, das war's dann auch mit dieser Strecke. Und GCN Peach Beach. Strecke vom GameCube und der Wii. Ich find's so etwas unnötig, diese Strecke zu remaken. Weil es halt Strecken gibt, die noch nie remaked wurden, aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Okay, habe ich gerade zwar gemacht, aber... naja. Ich meine, ich finde die Strecke jetzt nicht dumm oder so. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Ach komm. Sowas kann man halt nur mit Knochen trocken machen. Autsch. Das tut weh anzusehen. Ich muss irgendwie diese Computer hinter mir ausschalten. Bisschen so. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Oh, na toll. Warum bin ich überhaupt hier lang gefahren? Der andere Weg ist, glaube ich, schneller. Zumindest wenn man gut fährt. Nicht so wie Rosalina.
Hier soll einer vorbeikommen. Ja gut, es ist keiner reingefahren, außer Rosalina. Das müssen wir erstmal schaffen. Wahrscheinlich hat die gleich 5 Bananen oder so mitgenommen. Ach, das war's schon wieder. Gut, das überspringen wir. C-Rang. Na gut. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.